Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich darf hier oben beide Trainer neben mir begrüßen, Franco Foda und Holger Stanislawski. Der Trainer der Gastmannschaft hat das erste Wort. Herr Foda, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, ich glaube, wir haben heute hier ein tolles Fußballspiel gesehen von zwei Mannschaften, die sehr offensiv orientiert waren, die bis zum Ende versucht haben, dieses Spiel zu gewinnen. Über die Defensivprobleme, also unserer Mannschaft, wollen wir heute mal etwas drüber hinwegsehen. Bin letztendlich auch mit dem Punkt sehr, sehr zufrieden. Wir hatten doch vor dem Spiel doch viele Verletzungsprobleme. Auch noch in der Halbzeit musste ich noch zweimal wechseln aufgrund von Verletzungen. Und insofern ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Ist nach dem Rückstand noch zweimal zurückgekommen und wie schon erwähnt, war ein tolles Spiel. Ich glaube auch letztendlich war das Unentschieden gerechtfertigt und Köln hat auch ein tolles Spiel gemacht. Fans, Zuschauer waren begeistert. Meine Nerven waren etwas strapaziert aufgrund der unnötigen Gegentore. Aber Punkt geholt in Köln bei einer sehr guten Mannschaft. Deshalb fahren wir zufrieden nach Hause. Danke. Herr Foda, vielen Dank. Stani, wie sieht dein Fazit aus? Ja, ich muss auch sagen, dass jeder Zuschauer, der hier im Stadion war, genau auch so ein Spiel verdient hat. 45.000 Zuschauer auf dem Freitagabend ist schon gigantisch. Schwierige Witterungsverhältnisse, herausragend gutes Spiel. Beide Mannschaften sich nichts geschenkt. Hat einfach Spaß gemacht, auch als Trainer Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein und solche Partien mitzumachen. Muss nicht jede Woche sein, man hört es auch so ein bisschen an der Stimme und ich glaube, das halten wir beide auch nicht immer durch, aber es hat einfach gepasst heute Abend. Es war, ich glaube, das richtige Ergebnis, das richtige Spiel. Ich habe in letzter Zeit nicht viele solche Spiele gesehen, gerade auch in der zweiten Liga. War richtig gut. Meine Mannschaft hat erste Halbzeit, glaube ich, sehr, sehr viel richtig gemacht, sind dann aus heiterem Himmel in Rückstand geraten. Dann nochmal zurückgekommen, dann hatten wir Probleme in der zweiten Halbzeit, wo Kaiserslautern das Spiel mehr und mehr dominiert hat, weil wir einfach dann ein Stück weit auch viel zu passiv waren, wieder ein bisschen zu sehr auch dieses 2-2-1 verwalten wollten, sind dann selber nochmal zurückgekommen und es passte einfach alles. Es war insgesamt, glaube ich, ein verdientes 3-3 mit einer richtig guten Stimmung im Stadion und klasse Spiel, auch für uns Trainer.